So, Leute, ich fahre jetzt mal los. Ich hoffe, ich klemme mir das hier mal zwischen die Beine. Weil man soll ja nichts in der Hand haben während des Autofahrens, stimmt's? Deswegen habe ich es zwischen den Beinen. So, was geht los? Natürlich dreht sich die Kamera. Und zwar hole ich mir jetzt GTA ab. Passend zum Geburtstag. Der 14.04. ist GTA rausgekommen. Ich habe mich jetzt extra noch mal erkundigt. Ja, ist es denn wirklich da? Sorry, dass ich hier nicht so ganz doll hingucken kann und so weiter und so fort. Weil ich ja noch nebenbei am Fahren bin. Jetzt halte ich sie doch wieder in die Hand. Hat aber keiner gesehen. So, ja, was erwarte ich mir von viel Spaß? Klar, aber ich muss auch knallhart wieder sagen, dass ihr, beziehungsweise dass ich das wieder ein bisschen wenig mache, sage ich mal. Also ich werde jetzt hier nicht hardcore suchten und jetzt erstmal die nächsten zwei Tage lang hier nur spielen oder sowas. Da geht wirklich real life vor, ganz klar. Und ja, ich werde mal gucken. Ich denke mal, ich werde ganz bisschen mal so in die Mission reingucken mit euch, aber will das auch nicht zu langatmig machen, weil ich denke wirklich, das hatte ich am Anfang schon mal von einem gehört, der sagte auch, oh, aber bitte nicht die Mission, weil das ist ja tausendmal schon durchgekaut, denke ich, glaube ich auch. Muss ich wirklich sagen. Dann ist es dann eher so eine coole Nummer, wenn man jetzt sagt, ich soll das und das mit dem und dem machen oder sowas. So eine Sachen halt. Dass man das einfach ein bisschen kühl. Und da ist wieder eine. Ja, wir haben hier richtig stylisch. Guckt es euch an hier. Zottelkühe. Yay. Nee, und da, ja, wie gesagt, also da werde ich mich dann, denke ich mal, mehr im Multiplayer rumtreiben. Und ein Kumpel von mir hat es schon installiert, der ist so ein kleiner Hardcore-Suchti und der sagte, ja, absolut Zucker natürlich, logischerweise, und der hat es eben auch auf der PlayStation 3. Jetzt, wenn man im dritten Gang ist, ist es ein bisschen schade, dann nehmen wir einfach mal den zweiten und latschen voll durch. So, zack. Und der war vollends begeistert. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich dann auch begeistert bin. Wie gesagt, Fakt war schon mal die Sache, ich war von der PlayStation-Variante, ganz ehrlich, war ich jetzt nicht so wirklich geflasht, weil ich einfach wirklich sagen muss, ich bin kein Konsolenspieler. Wie gesagt, die Konsole ist für ein Autorennspiel da und das war's. Wirklich. Ich weiß es nicht, weil für was anderes sehe ich irgendwie, sehe ich dieses mit dem, also Autorennen oder Motorrad oder sowas, so eine Sachen. Oder da, dafür sehe ich eine Konsole. Aber ansonsten so zum Beispiel jetzt Ego-Shooter oder sowas. Ich war ja früher mal, also hier nicht CSGO oder sowas, nein. Meine Zeit war die, jetzt kommt's, das wird jetzt langsam peinlich. Als ich mir den ersten richtigen Rechner geholt habe, die Power Machine, da fing es an dann mit Festplatten im RAID und so weiter und so fort. Aber bei mir, ich hatte also nicht im RAID zu laufen, hatte nicht die Kohle dafür. Und da ging es los, da war das gerade neu raus, Counter-Strike 1.6. Ja, jetzt sagt ihr euch, was ist denn das? Ja, ist schon eine Weile her. Ja, das habe ich eine Weile lang gespielt und wie gesagt, deswegen war ich halt eben auch in dieser Ego-Shooter-Community drinne, sage ich mal. Und es war eine ziemlich geile Aktion und das würde ich, wie gesagt, nie auf einer Konsole spielen wollen, weil ich halt einfach wirklich finde, Maus und Tastatur, das ist das, was zusammengehört. Die rechte Hand ist für die Maus da, für die Linkshänder natürlich die linke Hand, klar, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, ich wackel nicht zu sehr rum hier. Aber ihr wisst ja, Autofahren, da kommt ein großer LKW, den lassen wir mal vor, weil sonst bin ich Matsch. Wollen wir nicht, wollen wir nicht. Hinter mir ist auch ein LKW, bäm, richtig viel los hier. In the hood. So, kriegen wir die jetzt abgezogen hier? So mit halb einhändig fahren? Ja, kriegen wir hin. Bäm. So, nee, also das, da erwarte ich halt doch einiges davon, sage ich mal, dass mich das schon flasht. Und ja, freue mich halt darauf.
So, noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. COC geht trotzdem natürlich weiter. Also jetzt, heute habe ich ja noch das Video mit dem Lichtle hochgeladen. Dann kommt noch eins, was ich mit dem Hofi aufgenommen habe. Und dann kommt wieder Real Stuff, dass es dann wirklich wieder ganz normal weitergeht. Und das nehme ich dann halt eben bei mir zu Hause auf. Ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen hatte. Ich glaube ja, in einem anderen Video nochmal. Es ging darum, von wegen, ja, die zweite Location gefällt mir eh viel besser, also als ich dann wieder zu Hause war. Klar, ich glaube, ich habe es schon angesprochen, aber trotzdem nochmal. Also klar, das ist mein Haus, also mein Eigentum. Und klar ist das natürlich im Gegensatz zu dem Zimmer, was ich da habe, natürlich mega pornös, ganz klar. Also das ist eine ganz andere Nummer. Wie gesagt, das Zimmer war grundsätzlich immer nur dafür da, ich brauche halt eine Unterkunft für die Arbeit und fertig und nicht mehr. Und dann habe ich mir das halt eben als Studio so halbwegs hingerichtet und alles war gut. Aber für mehr ist das nicht, also sonst bin ich da nicht so, ich lege da sonst ein bisschen mehr Wert auf, was ordentlich ist, ganz klar. So, da haben wir noch einen See, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber ist trotzdem ein cooler See. Und jetzt kriegen Anruf, reingehauen, ciao, ciao. So, schnell noch ein Parkticket ziehen, ich will ja nicht illegal werden hier. Oh. Wie sieht es bei euch mit Parkpreisen aus? Bei mir ist es jetzt so, ich bin jetzt in Flensburg, 30 Minuten 50 Cent. Also ich habe schon mal deutlich teurere Werte gehabt, habe aber auch schon günstiger gehabt. Also ich war das immer von Berlin gewohnt, also hier so Potsdamer Platz und so, also das geht gar nicht. Da bist du bei 2 Euro für 30 Minuten, das ist ja der absolute Horror. Und dann waren wir mal in irgendeinem totalen Kaff und da sehe ich irgendwie, 50 Cent 2 Stunden oder sowas. Da war ich total geflasht. Ich dachte, was geht denn hier ab? Aber egal. Wie gesagt, oh yeah. Hier geht was los. Gucken wir mal. Wo geht was? Oh. Ja, das ist passiert öfter. Oh, krass laut. Ich weiß nicht. Nee, aber da ist die Zentrale für Feuerwehr und Notruf und sowas. Und da haben die Anwohner nichts zu lachen. So, ansonsten seht ihr mal Flensburg. Yeah, das ist das deutsche Haus. Und ja, da haben wir eine Baustelle. So, jetzt gucken wir mal. Ich bin über, da der nächste. Ich bin über letzte Woche irgendwie über die Hecke gesprungen bei mir zu Hause. Und ja, weil man zu faul ist, halt eben draußen rumzulaufen. Ja, toll rübergesprungen, mir das Bein ein bisschen weggeknickt. Und das finde ich jetzt nicht so toll. Tut mir weh. Yeah. Zack, 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 zack. So. Durch mal ein bisschen runter, sieht ja sonst immer so ein bisschen komisch aus, wenn man durch die Stadt geht und dann sieht die ganze Zeit, oh hier, hallo, 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 hallo. Aber also ich meine, ich gehe dann noch rein und vorher werde ich es aber schon zu ausmachen, aber wie gesagt, so seht ihr halt eben doch noch mal ein bisschen was von Flensburg halt. Zack, zack, da geht es jetzt lang. Und zwar in die Flensburg-Galerie und da habe ich, wie gesagt, beim GameStop schon vorbestellt. Und dann ist das auch noch da. Also das, die hörten sich so an, bitte drücken, machen wir. Die hörten sich so an, als wären die gar nicht ausverkauft. Also ich hätte nämlich gedacht, boah, die sind ausverkauft, deswegen natürlich logischerweise vorbestellt. Aber scheint gar nicht so. Mal gucken. Werden wir gleich sehen, wenn ich es in der Hand halte. Bis dann, ciao, ciao. Fällt gerade noch was aus, und zwar da 41 Studenten Apartments All Inclusive Miete ab 280 Euro. Ja, wenn ich das mit Hamburg vergleiche, das ist ein Traum. Da seht ihr mal wirklich, wie krass unterschiedlich die Preise sind. Ist der totale Hammer. Also für 280 Euro würdest du nicht ansatzweise irgendwas in Hamburg bekommen, egal wo. Also das ist schon richtig arm. Und
geschweige denn halt eben ein eigenes Apartment. Würde gar nicht gehen. Schade halt. So, jetzt gehen wir an den Goldladen vorbei. Gold ist nicht so mein Stil. Da reicht auch das YouTube-Money noch nicht für. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Boah, hier geht ja richtig was ab. Ah, diesmal war Polizei. Hat sie auch anders angehört. Also ich kann die Sirenen nicht wirklich immer auseinanderhalten. Irgendwie Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei. Die hören sich immer ein bisschen unterschiedlich an, aber ich weiß nicht. So. Döner, Mann. Oh, Döner wäre natürlich auch cool. Aber nee. Wird immer nur dick. Das geht man gar nicht. So. Jetzt bin ich schon auf dem Südermarkt. Ja doch, Südermarkt. Ich wollte schon sagen Nordermarkt. Nee, der ist noch weiter rüber. Hier sehen wir den Holm. Ja, ist eine Einkaufspassage, Meile, wie auch immer. Und jetzt gucken wir mal, wo wir reingehen. Ich geh hier rein. Gerüstbauer wäre mir auch nichts, ey. Muss ich echt sagen, hätte ich ein bisschen Schiss. Also ich habe so eine, ich sag mal, so einen Respekt vor der Höhe, sagen wir es mal so. Also nicht hier, wer weiß wie Höhenangst, aber wirklich Respekt davor. So. Muss noch was zu sagen? Nee. Wir sehen uns gleich wieder. Ich will aber noch filmen, wie ich reingehe. Also zumindest, ja doch, ich will filmen, wie ich reingehe, dass ihr zumindest den GameStop noch seht. Das sieht garantiert total cool aus. Genau hier, GameStop. Ah, genau. Da haben wir GameStop. Und dann noch einmal.